Lustige Kostüme, geschminkte Gesichter und leuchtend bunte Farben, wohin das Auge reicht. Das ist Karneval. Oder, stopp, einen Moment, heißt es nicht eher Fasching, Fasnet oder doch Fastnacht? Wir waren auf den Straßen von Mannheim unterwegs und haben mal nachgefragt, wie die fünfte Jahreszeit hier genannt wird. Ich glaube, ich sag auch eher Fasching. Das kennt man so vom Kinderfasching irgendwie. Ich sag eigentlich Fasnacht. Mannheimerisch, also Karneval und Fasching ist andere Region. Also ich würde sagen Mannheimerisch, Fasnacht. Ich sag Karneval, weil ich aus Italien komme und in Italienisch sagt man Carnevale. Die Mannheimer sind sich nicht einig. Doch das wird sie keinesfalls daran hindern, in ihre buntesten Kostüme zu schlüpfen und dem Alltag zu entfliehen. In Worms sieht das anders aus. Die Rheinland-Pfälzer wissen genau, was sie zur fünften Jahreszeit sagen. Also es heißt Fasnacht, warum war es nicht? Das war schon immer so. Ich würde sagen, ich bin eine Fasnachtsmädchen, ich bin ein Funke-Marieche. Ich weiß nicht, wir sagen Fasnacht, warum sagen wir Fasnacht? Heißt Fasnacht in Worms, wir sagen das so, Fasnacht, normaler Gebrauch hier, ja, in Worms, ja. Doch woher kommen diese Begriffe und wieso nennt man die fünfte Jahreszeit in jeder Region anders? Ich weiß nicht, ist einfach so verbreitet. Fastnacht klingt so ein bisschen altbacken. Und an Karneval, da denke ich eher so an Südamerika, wo die da irgendwie in Rio de Janeiro oder sowas machen. Deswegen sage ich eher Fasching. Weiß nicht, man wird damit groß, es ist einfach regional, man kennt es nicht anders. Da wir das gelernt haben, da ist es wahrscheinlich so heiß. So ganz sicher waren die Menschen aus der Region sich nicht. Doch das ist gar nicht so schlimm, denn unser Moderator Olli wird uns gleich darüber aufklären. Spätestens wenn Konfetti und Süßigkeiten durch die Luft fliegen, muss sich ja jeder einig sein, was gerufen wird. Oder doch nicht? Hello! Ahoi! Hello! Ahoi! Aber eigentlich ist es doch gar nicht so wichtig, was gerufen wird und wie es nun richtig heißt. Hauptsache, man hat Spaß und stellt sein bestes Kostüm zur Schau. Ab Donnerstag heißt es dann wieder: Hello, die Narren sind frei, es geht los.